Telefon! Dann ist das Auto nun endlich fertig. 2 Minuten. Beschäftigt? Anruf aus der Schweiz. Eine Frau. Niederländische Botschaft, Bern. Warum? Sind Sie mit dem Wagen eigentlich zufrieden? Dann sollten Sie bei Gelegenheit mal den Rest bezahlen. Seit wann vermissen Sie diesen Reutling? Mein Honorar beträgt 110.000 Schweizer Franken. Gut, ich komme Ihnen entgegen. 100. Plus Spesen. Das erzählen Sie mir dann alles heute Mittag im Hotel Bellevue. Bin in 4 Stunden da. Bis gleich. Ich will alles haben, was es über diesen Reutling zu haben gibt, bis morgen früh, okay? Warte, Moment. Noch was, Dobbs. Erzähl mir was über die Kulturattaché der niederländischen Botschaft in Bern. Die Dame heißt Anna Klaar van Anken. Gib mir in einer halben Stunde Bescheid. Danke, Dobbs. Willkommen in der Schweiz, Herr Strom. Ja, klar, ja. Zimmer Nummer 207, wie immer. Okay. Und Sie werden bereits erwartet. Das sind die Autoschlüssel. Ich freue mich, Sie zu sehen. Sehr gut. Herr Strom? Frau van Anken? Ein Herr im französischen Außenministerium hat Sie mir empfohlen. Wie schön. Sie interessieren sich für einen gewissen Rötting. Rötting gehört zu den Mondscheinmännern. Er arbeitet in jener Grauzone, wo kein Staat sich aufhalten darf. Rötting ist ein Gesetzloser. Aber was er tut, tut er nie ohne ein Verständnis der westlichen Regierungen und deren Geheimdienste. Rötting ist Waffenhändler. Mehr als das. Zurzeit organisiert er im Auftrag von niederländischen Ex-Suriname einen Putsch in Suriname. Putschen ist sein Geschäft. Der surinamesische Geheimdienst hat ein Kopfgeld auf Rötting ausgesetzt. Das ist ihm besonders böse. Hey, voilà. Bon appétit. Rötting hat vor 2 Jahren die jetzige Regierung an die Macht gebracht. Mit einem Putsch. Und jetzt ist Rötting untergetaucht. Was sind denn nun eigentlich Ihre Interessen, Frau van Anken? Suriname ist früher Niederländisch-Guyana.
Bis 1975 war es eine holländische Kolonie. Wir sind immer noch eng mit ihr verflochten. Das französische Außenministerium hat uns gebeten, den Kontakt mit Rütting herzustellen. Ein Putsch würde auch das benachbarte französische Guyana treffen. Und französisch Guyana ist für das Ariane-Raumfahrtprogramm lebensnotwendig. Ach so. Okay. Also Rötting ist verschwunden. Ich brauche irgendwelche Anhaltspunkte. Wo hat man ihn zuletzt gesehen? Die zweite Hälfte Ihres Honorars bekommen Sie. Bei Erfolg. Blackbottom. Wo hast du die aufgestöbert? Beim alten Goldsmith in San Francisco. Immer dieser Goldsmith aus San Francisco. Gibt's den überhaupt? Den gibt's. Wenn ich nur meine verdammte Flugangst loswerden würde, würde ich mal rüberfliegen und die ganzen Laden leer kaufen. Wer finanziert den Putsch in Suriname? Westliche Rohstoffhändler, Bergbauer, Ölgesellschaften. Multis aus der Nahrungsmittelindustrie. Rötting verkauft ihnen sogenannte Freiheitsobligationen, mit denen sie sich die Nutzungsrechte an den surinamesischen Bodenschätzen sichern. Bauxit, Gold, Diamanten, Phosphate und so weiter. Und mit dem Geld kauft Rötting bei der Firma Rötting Waffen, Söldner und Logistik. Deine Bestellung. Ja. Das ist Rötting. Wenn er putschen will, muss er seine Söldneragentur aktivieren. Das ist irgendwo in der Schweiz. Er wechselt nach jedem Coup die Adresse. Wo ist Rötting? Wie finde ich ihn? Sie, Priska Rötting, seine Tochter. Sie sehen sich einmal im Monat. Sie wartet dann irgendwo in der Stadt auf ihn. Wo findet das nächste Treffen statt? Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber fragen wir mal den militärischen Abschirmdienst. Die Schweizer stellen jedes Treffen fest, ohne einzugreifen. Rötting ist gut für den Export. Gewechselt. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Hat irgend so ein Dilettant versucht, in ihr Datennetz einzudringen. Ich nehme das Passwort vom Divisionär Cormont-Bœuf.
hohes Tier beim Militär. Hotel Plaza Basel. Aha. Du bist der beste Hacker der Welt, Dobbs. Sind Sie heute Abend schon besetzt? Für wen soll ich mich denn freimachen? Für Tschaikowski. Sind Sie das? Ich hätte zwei Karten. Für uns zwei beide. Im Augenblick bringt mich Tschaikowski nicht zum Klingeln. Wie wär's jetzt mit Tschaikowski? Sí, se llama Eric Emerson. Tuvieron que matarlo en autodefensa. Ahora esperamos a Rutting. Sí, sí, volveré a llamar. Meine Schwester hat es gelesen. Sie können das wieder flicken. Kann ich noch einen Plastiksack haben?
Eine Connex AG sucht mutige Söldner für einen 8-wöchigen Einsatz in Südamerika. Postfach 427 in 08 Amsterdam. Herr Zudabsi, ich bin auf dem Weg zum Zürcher Flughafen. Mein Flugzeug nach Amsterdam geht in 1,5 Stunden. Bis dann brauche ich die Adresse. Hey, warte, noch was, Dobbs. Der Surinamese, der Erik umgebracht hat, hat nach dem Mord mit jemandem telefoniert, der die Berner Nummer 656300 hat. 65 63 00. Bist du ganz sicher, dass das Ihr Anschluss ist? Okay, ich werde Sie gleich besuchen. Was hast du in der Zwischenzeit über Sie herausgefunden? Hat Sie persönliche Beziehungen zu Suriname? Danke, Dobbs, ich fahre gleich hin. Und vergiss die Amsterdamer Adresse nicht. Sie hat ihn gefunden? Nein, noch nicht. Aber seine rechte Hand und die ist tot. Er ist Erik und wurde von einem Surinamesen umgebracht. Kennen Sie den? Nein. Aber der kennt Sie. Hat Erik umgebracht. Hat sie vor 2 Stunden unter dieser Nummer angerufen? Jemand hat mich angerufen, das ist richtig, aber den Mann habe ich noch nie gesehen. Was darf ich Ihnen anbieten? Versuchen Sie es doch mal mit der Wahrheit. Einen Cognac? Das ist ein übles Spiel, was Sie da treiben, Frau Van Hanken. Und mein Haar wäre ich in die Luft geflogen. Das war nicht vereinbart. Ich soll Rötting finden, damit Sie ihn umlegen können. Ich bin kein Berufskiller. Sagen Sie Ihrer Majestät und den Franzosen, dass Sie sich einen anderen suchen sollen. Nur der surinamesische Geheimdienst will Rötting umbringen. Er glaubt, dass ich und die Franzosen das auch wollen. Deshalb hält er uns auf dem Laufenden. Aber wir wollen Rötting lebend. Wir wollen ihm ein Kompensationsgeschäft vorschlagen. Putsch in Grönland, oder nicht? Legen Sie Ihre Karten auf den Tisch und erzählen Sie mir endlich von Ihren Plantagen. Mein Kompliment, Herr Strom. Das ist mein Großvater. Peter van Hanken-Möns. Hm? Er hat bis zu seinem Tod in Niederländisch-Guyana gelebt. Er besaß dort die größten Kautschukplantagen des Landes.
Meine Eltern sind in 1975 nach der Unabhängigkeit in den Niederlande zurückgereist. Aber das ist nicht mein Land. Meine Heimat ist Niederländisch-Guyana. Ihre Kautschukplantagen. Wenn Rötting putscht, sind Sie die los. Die Franzosen müssen den Start ihrer Ariane-Rakete verschieben. Das ist mir scheißegal, Frau Van Hanken. Ich interessiere mich weder für Kautschuk noch für französische Satelliten. Ich werde Rötting nicht mehr suchen. Versuchen Sie es mit einer Vermisstenmeldung. Herr Strom, Sie haben die Möglichkeit, einen blutigen Putsch zu verhindern. Ihre Königin. Für Sie, Herr Strom. Hä? In Bern? Schieß los, wo finde ich den Laden? Danke, Dobbs, ich fahre gleich hin. Erspart mir den Flug nach Amsterdam. Sie haben also doch Charakter, Herr Strom. Nein, ein teures Auto. Die Ausstellung ist geschlossen. Können Sie nicht lesen? Ich möchte den Colonel Bouters sprechen. Ich glaube, er kann mich gebrauchen. Erfahrung? GSG 9. Den Qualifikationsnachweis können Sie überhaupt mal ein Harnisch einholen. Wir werden das überprüfen. Gehen Sie da rein. Tomschick. Meine Freundin nennt mich Tom. Kannst du mit einem 106 mm Geschütz umgehen? Wenn die bloß mit 50 Mann putschen wollen, sollten sie die 20 mm Schnellfeuerkanonen benutzen. Die F2. Die hätten wir damals in Indochina gebraucht. Bei der 5. mobilen Sicherheitsbrigade. 1971 war ich Sicherheitsberater bei Premierminister Khan. Und du? Ich war gerade beim Frühstück. Ah, Deutscher. Auf dem Abdulaziz International Airport Jeddah hatten wir 82 mal ein paar Jungs von der GSG 9. Den musste ich erst mal beibringen, wie man Schnürsenkel bindet. Sie können sogar Schnürsenkel binden? Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Was willst du damit sagen? Dass ich 82 auch dabei war, aber so ein dämlicher Typ wie Sie ist mir nicht mal unter den Passagieren aufgefallen. Bitte. Wir haben Ihre Angaben überprüft. Sie sind in Ordnung. Was bezahlen Sie? $65 die Stunde. Und für die Aktionszeit kriegen Sie $100 extra. Take a seat. Now. Der Job dauert 3 Wochen. Wir arbeiten in Suriname. Das ist unser Gegner. 2000 Soldaten,
Army, Navy, Air Force und dann nochmals 1000 Mann für die paramilitärischen Streitkräfte. Die Bewaffnung ist veraltet. We have here a FAL 7.62 mm and an American MA-45, Belgium FNFAL 7.62 und dann 5 Flugzeuge schwedischer Herkunft Saab 105 und PIAT Minenwerfer. Die Informationen über die Marine, die stehen noch aus. Wann wollen Sie anfangen? Der Pablé-Konzern drängt. Er will unbedingt das surinamische Bauxit. Und der Aufbau einer nationalen Befreiungsguerilla, das dauert ihm zu lange. Wir müssen nächsten Monat unser Camp aufstellen im Grenzdschungel von französischem Guayana. Auf französischem Gebiet. Sind die Franzosen einverstanden damit? Der Pablé hat den Staatssekretär für Kolonialfragen übers Wochenende für eine Entenjagd eingeladen. Montag haben wir ihr okay. Wer leitet die Operation? Er nicht. But he's okay. We checked him out. Das ist der Mann aus der Hotelhalle. Der hat Eric verfolgt. Haben Sie den Laden in die Luft gejagt? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Mein Schlüssel verloren. Ist kein Problem, Herr Strom. Moment, hier haben wir einen Ersatzschlüssel. Vielen Dank. Bitte schön. Ja. Langsam, langsam. Sprechen Sie Deutsch? Wo ist Eriks Agenda? Sie suchen Rötting, ich suche Rötting, was soll der Quatsch? Bei der Codex AG haben Sie mir alles abgenommen. Eriks Agenda, die Brieftasche Ihres Kollegen. Calmate, calmate. ¿Y qué hacemos con César? Más tarde, más tarde. Dale, dale, dale. Vete para atrás, vete. Para atrás, te digo. Sie haben Eriks Agenda gelesen. Wann wird aufgeladen? Das müssen Sie Erik fragen. Er hat sich einen dermaßen kompliziert. Fuera! Bitte, bitte. Andere. Hat sich dermaßen komplizierte Codes ausgedacht? Ich konnte sie nicht entschlüsseln. Ziehen Sie sich an. Wir machen eine kleine Reise. Die Gestreifte. Halt! Stehen bleiben! Der Mann hat meine Tasche gestohlen! Halten Sie ihn fest! Warte, fuera! Vamos, vamos, andale. Vamos al coche, al coche. Se puede pintar lo más un día. Alte Liebe rostet nicht. Ich wollte Ihnen Ihren Zimmerschlüssel zurückbringen.
Was versprechen Sie sich davon, Finderlohn? Für wen arbeiten Sie? Für mich. Scheint ja nicht gerade Ihre Hausmarke zu sein. Erinnerung. Und Ihren Vater? Wo ist er? Ich suche ihn. Im Auftrag der niederländischen Botschaft, Anna Clara van Lancken, will mit ihm verhandeln. In Angst um ihre Kautschukplantagen. Erik hat ihn letzte Woche im Krasnopolsky Hotel in Amsterdam getroffen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Ich kann ihn nicht suchen, ich werde ständig beschattet. Ich biete Ihnen 50.000 Franken, wenn Sie meinen Vater vor den Surinamesen finden. Die Hälfte im Voraus. Würden Sie für Ihren Vater nicht das Gleiche tun? Den habe ich nie so richtig gekannt. Er ist gefallen 1941, da war ich so groß, 5 Jahre alt. Danke. Wenn Sie meinen Vater finden, bekommen Sie den Rest. Zufrieden? Sie müssen sich beeilen. In 3 Stunden geht Ihr Flug nach Amsterdam. Das Flugzeug fliegt ohne mich. Mein Abendweib. Und immer werden meine Augen hell und weit, wenn in der Nacht mir solch ein Mond erscheint. Ist meine Postsendung schon eingetroffen? Eriks Notizbuch. Es scheint ja wahnsinnig wichtig zu sein. Die beiden Surinamesen im Hotel waren ganz verrückt danach. Heute ist irgendwas los. Olatas Ecelal um 15 Uhr. Mit It, IT. Du warst sogar dabei. Bitte? Das war der Tag, an dem du zum ersten Mal Priska Rötting begegnet bist. Olatas Ecelal. Das heißt Hotel Plaza Basel. Ziemlich kompliziert. Erik wechselt ständig die Codierung. Hat jede Eintragung um 49 Stunden zurückversetzt. Ach so. Heute ist übermorgen. Heute findet in Brahasiflien
mit Kazil Neger ein Treffen statt. Basler Rheinhafen. King Clear. Kennst du ihn? Das ist ein Whisky. Die Frage ist, wer trinkt ihn? Rötting. Er trinkt ihn aus Leidenschaft, seine Tochter aus Sentimentalität. Aber jetzt verstehe ich, wieso die mich heute unbedingt wegschicken wollte. Zuerst mit dem Flugzeug nach Amsterdam, dann mit einer Bombe ins Jenseits. Okay, wir haben drei Schiffe, die morgen nach Rotterdam auslaufen. Auf einem davon wird Rötting sein. So ist es. Das Dumme ist nur, die Frachtdeklarationen sagen uns nicht auf welch. Bitte lassen Sie das. Die deutsche Bibel. Sind all diesen Kisten die deutsche Bibel? 8743. Oh. Das Haus unseres Herrn zählt viele Bewohner. Da werden sich die Hindus und Moslems in Suriname aber freuen. In Suriname spricht man nämlich Sanantongo, Saramakan, Hindustani, Niederländisch, aber kein Deutsch. Ist Rötting auf dem Schiff? Erst gegen Abend. Frau Van Anken? Wie geht's Ihren Kautschukplantagen? Sehr schlecht. Der französische Staatssekretär ist bei der Entenjagd ums Leben gekommen. Was bedeutet das? Butch in Suriname. Haben Sie Rötting gefunden? Ich muss Ihnen unbedingt sprechen, bevor es zu spät ist. Bestellen Sie einen Tisch im Bellevue gegen 22 Uhr. Wen werden Sie mitbringen? Rötting. Wo ist Rötting? Cabin 5. Stellt sie. Ich habe mein Flugzeug verpasst, Rötting. Wie sind Sie dahinter gekommen? Sie haben sich selbst verraten, Rötting. Wann haben Sie denn angefangen, Ihren Papa zu spielen?
Mein Vater ist vor über einem Jahr auf den Seychellen gestorben. Ein Badeunfall. Ich habe ihn am Leben erhalten, um mein Leben zu schützen. Sie haben ihn am Leben erhalten, weil Sie seine schmutzigen Geschäfte weiterführen wollten. Also, ich habe Rötting gefunden. Zahlen Sie mich aus, mein Job ist hier zu Ende. Wollen Sie sich eine Zusatzprämie verdienen? Sagen Sie dem niederländischen Kulturattaché, dass Sie meinen Vater gesehen haben. Et voilà. Bon appétit. Haben Sie Ihre Dinge gefunden? Ja. Ich habe Rötting Ihren Vorschlag unterbreitet. Rötting ist einverstanden, Sie können Ihre Kautschukplantagen behalten. Vorausgesetzt, dass Sie ihn mit 15% beteiligen. Sagen Sie ihm, dass ich damit einverstanden bin. Ihre Zusatzprämie, Herr Strom. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau van Anken, war der so plötzlich bei der Entenjagd verstorbene französische Staatssekretär gegen einen Putsch. Der neue ist für einen Putsch. Putsch in Suriname aufgrund eines Jagdunfalls mit tödlichem Ausgang. Van Anken, Herr Rötting, bon appétit. Ah. Übrigens, das habe ich beim Kofferpacken gefunden. Menü Surprise. Put you in a state of fright.